Herzlich willkommen, hier ist Trimax! Oder wie meine Mutter sagt, Thymian, zweite Staffel. Let's get ready to rumble! Krasser Podcast, geiles Jingle, geiles Intro. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht und ich wollte es auch nie, aus dem verdammten Flugzeug springen. Jetzt müssen wir richtig Gas geben, Vorbereitung muss laufen. Wir brauchen Plan, Struktur, Disziplin. Plan B gibt's auch immer noch, wir sagen ab. Und diese Bestrafung ist ein peinliches Foto. Das ist ja für Jens nicht wirklich eine Strafe, das macht er ja ständig. Also jetzt mache ich so, das ist richtig. So richtig nice, wir sind jetzt zurück im Zimmer. Wir treffen jetzt gleich René, der macht hier solche geile Tours. Für Deutsche, ist ein Deutscher auch. Fliegen gleich mit dem Helikopter hier rüber, aber jetzt guckt euch die Sphäre an. Weiß nicht, ein paar Milliarden hat die gekostet. Ich weiß nicht, ich glaube 2 oder so, oder noch mehr. Ich sehe die aus meinem Zimmer. Die Vegas-Sphäre. Die können da drauf alles projizieren, was die wollen. Und das Ding ist geisteskrank. Das ist ein Riesenprojektor. Das ist total gut. Es sieht echt aus wie ein Basketball, den man gleich in die Hand nimmt. Da passen wie viel tausend Menschen rein? 15.000? Okay, 15.000 Menschen passen da innen auch rein und man die projiziert auch von innen irgendwie Sachen nach oben. Total krank. Wir fliegen jetzt gleich im Helikopter über Las Vegas, Baby. Tasche, sei gegrüßt. Willkommen in Las Vegas. Wir sind schon ein paar Tage hier. Hallo, ja, hallo. Willkommen. Wir filmen einfach ein bisschen mit. Ja, ich schon auch. Ey, geil. René hat mich angeschrieben, hat gesagt, ey, du machst hier so geile Tours in Las Vegas, verrückte Sachen, alles, was Leute erleben wollen. Und du hast uns heute, nimmst uns mit im Helikopter. VIP-Helikopter. Nur für euch. VIP-Helikopter. Jeder hat einen Fensterplatz. Oh. Und gibt noch ein Highlight. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber der hat eine Sprachnachricht geschickt. Hoffentlich hast du keinen Schiss, hab ein Highlight für dich. Was für Schiss? Gibt zwei Highlights. Ja, offene Türen auf jeden Fall. Das hab ich mal mit Kai Pflaumen, das war ein Albtraum. Das ist geil. Füße raus und das war ein Albtraum. Super. Ja, Füße raus nicht, aber wir machen Open Door. Yes. Keine Türen drin. Geil, die Sphäre ist jetzt an, haben wir gerade gesehen. Ja, haben wir neu. Ja. Sehr geil. Ey, haben wir neu, ihr redet hier. 2,1 Milliarden. 2,1 Milliarden, hier. 10 Jahre bist du in Las Vegas. Und ich bereue es nicht, ausgerechnet zu sein. Nein? Gibt es nichts, was du vermisst? Currywurst mit Pommes und Wein. Ich habe die Hose voll, ich sag dir das ganz ehrlich, seid kein Alter, Pflaume wieder mit offenem Helikopter. Mensch, René, okay, ja, Sicherheitseinweisung. Nachtflug. Ja, bin gespannt. So, Sicherheitseinweisung. Wir fahren raus zusammen zum Helikopter, ihr geht ganz normal rein, so wie ihr euch an ein Auto reinsetzt, werdet ganz normal angegotet, Kopfhörer aufsetzen. Was kann da nicht sein, aber das, du bist ja, wieso macht denn von denen keiner die Sicherheitseinweisung? Machst du das immer? Er ist hier Tourguide, du hast das hier gebucht. Ich mach das so oft. Ist das hier verifiziert? Das ist alles verifiziert, das sind richtige Piloten, das sind richtige Hubschrauber. Ansonsten wirst du jetzt den absolut geilsten Flug über der geilsten Stadt ever erleben, versprochen. Und ihr auch. Und ihr auch. Der ist ja abgedeckt wie eine Leiche. Ja, aber der geht ziemlich schnell zum Starten. Wenn da irgendwas ist, siehst du auch gerade eine Limousine. Das ist der Private Terminal. Private Terminal. Ja. Ey, und jetzt pass auf, jetzt kommt doch der Hammer. Wir waren heute in diesem Haunted Museum mit diesen ganzen Artefakten. Post Malone, die haben ein Video gezeigt. Post Malone war auch da drin. Und da gibt es so ein kleines Schränkchen. Ja. Da gehst du rein, da haben sie auch gesagt, geht rein, guckt es nicht so lange an. Ich habe schon mal ein bisschen zu lange geguckt. Ja. Da wurden irgendwelche Dämonen drin eingeschlossen. Und Post Malone war da, ist danach fast mit dem Flugzeug abgestürzt, in sein Haus wurde eingebrochen, hatte einen Autounfall, alles an einem Tag. Ja, aber warum stehst du, ich muss den wegziehen, warum stehst du so lange? Weil ich gucke mir das an, was das für Holz, was ist das? Ja. Und die Schublade war leicht offen, ja, guckt mal rein. Ist ja, dann ist ja die Statistik für heute mit dem anderen Hubschrauberabsturz schon voll. Also ihr seid, Schatz, also wirklich, das heißt so. Gerade du bist die, die an so etwas glaubt, ganz was die heute gesagt hat. Du hast ja nur die Hose gekackt im Museum. Ich denke doch nicht immer negativ, dass wir jetzt abstürzen. Ja, aber dann steht da noch der News-Helikopter. Ja, dann leg mich doch fett. Können Sie gleich anmachen. Aber René ist schon auch ein Traumjob, ne? Lebst hier, weißt du, in den USA. Also ohne Scheiß, es ist wirklich ein richtig geiler Job. Weil ja. Da, wo andere Urlaub machen, ist richtig Spaß an. Damals. Ein absoluter Vollpro. Aber Knossi, damit fing alles an früher, ne? Ja, damit fing alles an. Ohne das wird es keine Streams geben. Oh. Ach Quatsch. Ja.
So, mein Freund, jetzt zeig dir, wie das läuft. Der Profi. Daran siehst du, dass ich den Heli-Flug schon öfters gemacht habe. Ach so, das wusste ich gar nicht. Die blauen? Ja, und wenn die blau sind, kannst du sie fressen. Mensch, Maus, muss keiner sehen, dass ich jetzt hier so auf den Sack krieg. Oh, er ist ein bisschen durch den Wind. Ja, aber es ist jeder sehr, sehr begeistert von ihm. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob der so begeistert war. Guck mal, wie nah du dran bist. Ja? Du darfst nicht die Hände ausstrecken. Ich strecke die Hände nicht aus. Nee. So easy. Hey, so easy. So easy. Door out. Oh, ich bin aufgeregt. Skyline Vegas, das ist unser Pilot. What's your name? Mike. Der riecht nach Marihuana, gell? Oh. Das macht man in Las Vegas bei 38 Grad draußen, wirklich. Alles andere macht keinen Sinn. Weißt du, in New York, es war so kalte Luft, dass die Augen nicht aufgekriegt hast. So hat die reingeschlagen. Zu sehen, das ist ein Licht am Meer, oder? Am Stratosphere noch vorbei zu fliegen, die Leute oben stehen zu sehen auf dem Tower, richtig toll. Und wir fliegen vorbei, als die Bellagio-Fontäne auch noch so losgeht. Gell, Schatz? Ja, es war super schön. Und jetzt, keine Ahnung, was jetzt los ist. Er sagt, er hätte noch eine Überraschung. Ich kann euch nur meine Empfehlung geben. Wir kannten uns vorher nicht. Er hat mir über Instagram geschrieben, René Tourguide Las Vegas, macht hier verrückte Touren. Man kann hier alles Mögliche buchen, die ganz normale Strip-Tour. Er hat alle Infos, wir sprechen hier gerade über die Geschichte von Las Vegas. Er hat alle Infos, wenn ihr mal hier seid, bucht euch eine Tour bei René. Der macht das aus Leidenschaft und voller Bock. Und man merkt halt auch, wie sehr du es liebst, wie sehr du Las Vegas liebst. Das ist eine geile Stadt, ich liebe die Stadt wirklich. Das ist unser Tourguide. Und jetzt kommt anscheinend irgendeine Überraschung. Wir gehen in irgendein Haus von irgendeiner Legende. Kann es sein? Ja! Oh mein Gott. Linke Seite. Wer ist das? Wer wohnt da? Haus von Siegfried und Roy. Nee. Ist nicht dein... Du bist der allererste... Das kann nicht sein. ...der in dieses Haus rein darf. Als Nicht-Familienmitglied etc. Nee. Willst du mich verarschen? Ready? Oh mein Gott. Schatzi, da ist das, ist wirklich das Logo SR. Siegfried und... SR. Oh mein Gott. Wir werden da stehen... Mit den Tieren. Oh mein Gott, Schatz, du musst filmen, weil ich pack's nicht. Gut, also das ist der Dschungelpalast. Dschungelpalast, Schatz. Hier haben Siegfried und Roy jahrzehntelang gewohnt. 7700 Quadratmeter, 4 Häuser drauf. Auf der Rückseite die riesen Poollandschaft, wo die mit den weißen Tigern waren, die Käfige. Wir gehen ins Haus rein. Ich zeige euch die Bibliothek. Ich zeige euch das Zimmer, wo Siegfried gewohnt hat. Ich zeige euch das Zimmer, wo Roy gewohnt hat. Das ist jetzt möglich. Weil das Haus wurde verkauft, für das ganze Grundstück wurde verkauft für 3 Millionen Dollar. Ich bin gut mit den neuen Besitzern. Es ist der größte Zirkusdirektor oder der Direktor vom größten Zirkus der Welt. Oh mein Gott. Und es wird demnächst VIP-Touren da drin geben, die ich exklusiv anbiete. Wow, ist und unfassbar. Knossi, du bist der allererste, mit dem ich ins Haus von Siegfried und Roy reingehe und eine Tour mache.
Wir stehen an der Stelle. Hier war der Rolls-Royce hier mit den weißen Tigern. Guck, guck den roten Boden. Vor mir. Vor mir. Ich gehe rein in der House of Siegfried und Roy. Das ist unfassbar. Wie es hier riecht. Das ist unfassbar. Krass. Das ist ein Museum, oder was ist denn das? Also alles, was hier drin steht, wurde zurückgekauft? Ja. Ganz kurz. Er gibt eine krasse Tour auch. Oh ja. Die Ecke. Du musst dir mal überlegen. Hier waren die zwei Tiger. Absolut. Okay. At one point they had 60 animals here. 60 Tiere hier. Ja, 60. They had tigers, lions, elephant, horse. And I'll give me a quick show you some of the cages. Perfect to the cage. Wir gehen hinten in die Tigerkäfige rein. Oh. Der erste Magic Trick? Der geheime Eingang, ja. Wow! Ist das geil? Ein Secret Door im Haus von Siegfried und Roy? Das ist sein Schlafzimmer. Das ist sein Schlafzimmer. Guck dir die Decke bitte an. Wow. Da ist Siegfried geschlafen. Okay, das ist echt unfassbar. Krass. Oh, aber ist auch so. Aber man muss auch sagen, dieser Ort hat auch, das hat was. So eine positive Energy at this place. Badezimmer. Man merkt, das ist jetzt so comfortable, so ein nice feeling hier inside. Ja, das ist wirklich. This is the bathroom. Unfortunately, the window doesn't. Yeah. You don't see the stained glass window the same. Okay. But this is still the same. Is this original? Oh yeah, it's original. Is this original? Absolutely. Wie es hier duftet, gell? I know. Yeah, it's original. Schatzi, wie es hier riecht. Ey, der Smell hier. Dieser Geruch, ja. Hier riecht so. Hier riecht so gut. Hier riecht so nach Sommer, nach Freude. Sommer angezogen. Ja. Jetzt ist Siegfried gesessen, ja. I have a lot of friends. Siegfried und Roy, this is for us, and for the German entertainment world, they are legends. Still, even now. Even now, of course. Because when we did London, we had RTL. We did a big TV. They filmed the whole thing. Yeah, of course, this is still big. It's very important. Kein Künstler in Las Vegas hat einen Vertrag auf Lebenszeit bekommen, außer Siegfried und Roy. Das waren die einzigen Künstler. Auch hier war Siegfried und Roy wahrscheinlich, weißt du, gesessen am Computer. This is not the original table, but this is where they have their breakfast. This is the area where they have their breakfast. Das ist mit der Frühstücks. Ja, aber da kannst du auch nicht sagen, mit der View. This is their bar. Ach, du Kacke. Ey, was ist das für ein Haus? Aber da hast du abends schon Angst. Ja, das ist schon. Schon ein bisschen gruselig. Ah, hier haben sie beide. Ah, Sätze. Aber ist noch das same? Some of it's been replaced. Jägermeister from Germany. Oh, there's a lot of stuff in Germany, yeah. We're still throwing things away. Some of it's been here a long time. Amaretto, trinken wir auch gerne hier. Der gute Amaretto. Hey, of course, this is here for a long time, I think. Oh, yes, it's 100%. Ich glaube, dass sie von den Roy das in ihren Glühwein geschüttet haben. Quite possibly been here for a long time. Ey, da wirklich, die Amaretto-Flasche, das Design hat sich nämlich in Germany schon geändert. Das ist wahrscheinlich sehr lange hier, diese Flasche. Das ist so krass. Ey, aber dann sag ehrlich, du hast hier nachts schon Angst alleine, oder nicht? Ja, aber she said, in the night time, it's a little bit alone, it's a little bit, you know? Oh, no, yeah. That's too big, yeah? Yeah, well, yes, but of course they were never alone. Die ist so war oben, das hier, oben ja? Die Ecke, da die Ecke so? Ja, ja, das war hier. Du bist es. Dann war der ja hier. Ja. Der Tiger. Er hat eine ganz spezielle Beziehung zu Tieren gehabt. Er mochte Tiere mehr wie Menschen und er war der allererste, der den Kontakt zu den Tieren hatte. Das ist die Stelle, wo sie Traumschiff gedreht haben. Aha. Das ist, wo die beiden standen. Yeah, we'll take der Löwe vom Garten reingekommen ist im Haus. Ich bin wirklich hier. Überleg mal, hier laufen einfach Löwen, Tiger rum. Ja. Das ist... Ja. Hast du alles? Also, er hat alles aufgeschrieben. Der hat alles aufgeschrieben und den ganzen Mitarbeitern gesagt, was die an diesem Tag zu machen alles haben. Gut, und der war so. They were all here and he was in that. And the interesting thing was, whenever they took a break from the show, Siegfried would leave town. As Siegfried went out of one door, Roy would bring a bulldozer in the other and completely change the house. So he did it 9 times. And Siegfried would come back and he'd go, What the hell? I have no idea. Roy was always changing. Man muss auch sagen, Roy war die treibende Kraft bei den beiden gewesen. Der hat immer dafür gesorgt, neue Verträge zu machen und so weiter.
This was this is a special gift for the neighbors. They're doing a thing for the neighbors just to get for 200 neighbors at the end of this month, the first time anyone just to get them. Also zur Erklärung, die Frau müssen sich jetzt mit den Nachbarn gutstellen, damit sie nicht mehr. Also, just while you're here, these are some postcards. Really? You can take it? Yeah, for you. And this. This is one of the original coins for you. Ja, das ist da kann ich dir sogar erzählen, dass wenn wir mit unseren Gästen hier vor der Tür wären, wir haben oft Siegfried getroffen, dann hat er meistens mit den Frauen einen Zaubertrick gemacht und hat immer zwei Finger genommen und hatte diesen Coin in der Hand. Und ich stand 10-mal daneben und ich weiß bis heute nicht, wie der den Magic Trick gemacht hat. Das ist just a modern kitchen. Ja, das ist einfach nur eine moderne Kitchen. Yeah. So hat bei uns zu Hause auch keiner. Meine Lieben, wir sind jetzt nach oben gegangen. Sehr spektakulär. Das hier ist Roys Schlafzimmer. Hey, das hat so... Oh, das ist wirklich krass. Das ist echt krass. Ja, und jetzt zeige ich das dir ein Bild. Das ist krass. How long stand dieses Objekt hier leer? How long was this empty? Guck im Hintergrund bitte. Du siehst im Hintergrund den Elefanten. Das ist noch der Original-Elefant. Ja, sehe ich. Bloß das Betten war ein anderes. Und das war der Tiger hier oben im Bett gewesen. Im Hintergrund siehst du noch die Palmen. Das ist die Originalpalmen. Aha. That's one of the switches. Hey Leute, das ist sehr krass. Roy hat hier einen Knopf gedrückt. Unten hat jemand den großen, it was Tiger? Der weiße Tiger. Der White Tiger. Irgendeiner dieser Knöpfe. Dann ging der Käfig draußen auf. Der Tiger kam über die Treppe hier hoch. Und die haben hier gekuschelt. Oh, super beautiful. Also Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. So ein Schlafzimmer habe ich auch noch nie gesehen. Das ist das Badezimmer von Roy. Die. Oh. Also irgendwie ein komplettes Gegenteil. Wie meinst du das? Ja, unten alles so hell und. Ja, Roy, his own style. Well, there's a story here. Yeah. Firstly, this. You see, there's two of these. Yeah. It's a mirror. Yeah, it's a mirror. I know. It's a mirror. Man denkt, das ist ein zweites Fenster, aber es ist so gemacht, es spiegelt sich. Das liegst du in der Wanne. Ja, du liegst in der Wanne und guckst dich quasi an. So we have to change. Also, er hat alles erst auf weiß gemacht und hat gesagt, gefällt mir nicht und jetzt ändert man alles auf schwarz. Gut, man muss natürlich auch sagen, Siegfried war jetzt 81. Roy war 5 Jahre jünger, das ist so wie Oma und Opa zu Hause. So sieht es ja denn auch in etwa aus, was ja nicht schlimm ist. Ja. Aber deren Erfolg ging ja Ende der 60er Jahre hier los. Was mich nur wundert, ist, so ein großes Objekt für, jetzt, ich sage mal, in Anführungszeichen, 3 Millionen. Ja, alles ist black, ja. Yeah. No water in the toilet, huh? Well, not today. You give it 3 weeks, you can have water. Yeah. Ja, aber will somebody hier sleep in 3 weeks? No. Oh, Schatzi. Yeah. Don't take two pictures of this. Ja, mit einem Fernseher links. It's not. Ja, Fernseher ist nicht da. Oh, what is with the TV? This was an old box TV, so everything's being replaced. Okay. Brand new for, there'll be videos in every room, you know? Das ist unfassbar. Aber viel Renovierungsarbeiten, ja? Klima wahrscheinlich ging ja nichts. So, this new air condition, maybe the. Yeah, you have to be careful coming through here, because but I want to just show you. Okay, ich sehe es, kein Problem. I just want to show you outside, be careful. Ja, ich pass auf. Wow! So, the animals used to run all around here. Hier sind überall Tiere rumgerannt, Schatzel. Das ist. Schatzi, ich bin im Haus von Siegfried und Roy. René, das werde ich dir nie vergessen. Ey, guck dir das mal an. Ja, pass auf, da unten der Platz. Siehst du den Platz, wo, wo die Dinger sind? Pass auf, ich zeig dir gleich ein Bild. Oh Mann. Just at the moment, it's. The only thing that they've asked is that you don't show too much when we're outside because it's all being renovated. Um den Pool wieder so zu bauen, dass er nachher wieder so aussieht. Nur den Pool. Ey, das ist unglaublich. Da unten haben die ganzen Tiere. Das ist ein unglaublich großes Grundstück. Ihr könnt jetzt nicht viel sehen, weil hier ist nicht beleuchtet, aber das ist unfassbar. Ringsrum haben die ganzen Tiere hier gelebt. Das ist atemberaubend. Will you bring animals back? No. No animals here? No, nothing. There's two reasons. Yeah, it's good. Now the main reason is now the world has changed. Yeah. And also this is a residential area. Yeah. I don't know how many of the residents who lived here really understood what was here. Yeah. Because I think if they were. Yeah, imagine like one of the tiger went outside. Ja, geht ein bisschen spazieren. Meinst du, wenn einer von den Tieren hierher kommen würde, er würde es erkennen, dass es sein altes Zuhause ist? Es gibt leider keine. Ach so, die sind ja auch. Ja, die sind seit 20 Jahren weg und wie alt wird ein Tiger? Ach so, die leben nicht mehr. Oh Gott, das ist das Problem. Boah, sehr krass. Ich zeig dir den Raum. Michael Jackson hat hier für einen Monat gewohnt, war gute Freunde von den beiden. Dann zeige ich euch das Bett, wo Michael Jackson drin gewohnt hat. Du tickst doch nicht richtig. Hey, heute haben wir den Sessel gesehen. Ja, hier hat Michael Jackson drin geschlafen. Ja. Warum hat denn der einen Monat hier geschlafen? Weil der für die ein Lied produziert hat für die Show. Da geht es um das Hotel und die beiden waren gut befreundet. This is where Michael Jackson
was on holiday. Guck mal, die Bäume einfach mit eingebaut. Ja. Ins Grundstück. Das ist das. Die Mutter hat Vögel geliebt, deswegen siehst du hier Vogelkäfige. Ach, Vogelkäfige. Und siehst du auch noch gleich einen großen Vogelkäfig. Einfach Vogelkäfige mit eingebaut. Wow, das ist ja auch noch mal riesengroß. Ich dachte, wir kommen in so ein kleines Häuschen. Das ist ein eigenständiges Haus. Auf dem Grundstück gibt es 4 Häuser. Okay. Wir waren jetzt mal im Haupthaus. Guck mal, der Papageienkäfig. Guck mal, diesen riesen Papageienkäfig. Also hier, das hat Jurassic Park-Züge. Das ist wirklich... What was here inside? Ey, wie gut es hier drin riecht. Ja. Did you put something for the smell? Or what is it here? It's, I think something. I don't know. I'm not sure. Ey, hier riecht so unglaublich blumig. Ja. Ich könnte mich hier auf die Couch legen, ich würde mich sofort wohlfühlen. Auf diesem ganzen Grundstück, in diesen ganzen Häusern hier. Riecht es so unfassbar gut. Beat it. Beat it. Hier hat Michael Jackson, bist du sicher? Ja. Guck dir mal die Decke an. Ja, hier ist er auf Earth Song gekommen. So Beat it. Die hat da Thriller produziert. Ey, das ist... Du bist 100% sure? Yes. Michael Jackson lived the band once in... I don't know, is it original band? I've said nothing. All I've said is that Mrs. Ho and Roy's mother lived here. Everything else, I don't know. Okay, also er sagt, die bestätigt ist, dass die Mutter hier gewohnt hat. Meine Info aus ganz interner Quelle ist, dass Michael Jackson hier auch gewohnt hat. Guck mal, hier liegt ja jetzt gut. Jetzt haben die es ja schon gemacht. Also aber es gibt halt mehrere Mitarbeiter, die sind das ist so sauber. Wer wischt denn hier Staub? Verstehst du den Zahn? Ja. Okay, wow. Was in der Dusche oben. Ich habe mal gefragt, ob das hier eine Poolstange war, aber hey, she used to do pole dancing. Das war einfach zum Helfen für. Nee, es geht schon, es geht. Guck mal hinter dir. Ja, wenn du ein bisschen Licht machst, wäre schon krass. Guck mal hinter dir. Das sind die Näpfe, ja. Das sind die originalen Näpfe. Automatisch ans Wasser angeschlossen. Mhm. Ja. Immer wieder, dass die immer voll waren. Ja. Sehr krass. Wow. How often were they outside, tigers? All the time. All the time, just for the night times? Yeah, well, they're locked away at night, but then they roam different ones. Was war hier drin? Ich habe nichts verstanden. Ach, da ist ein Pool dahinter. Ja, das ist für die Tiger und Löwen gewesen. Ach, der Pool for the lions and for the tigers. Guck mal hier, guck mal, wie dick die Scheibe ist. Okay. Damit da nichts passiert. Ja, okay, ist da Water inside? Ja, klar, guck doch. And you had dinner here? You had dinner here inside? I had dinner on here. Ja, die haben hier Teppich. With Siegfried and Roy and Lynette. And then they had musicians playing. Wow. Serving and the lions behind here. Die haben hier Geburtstag gefeiert. Die Tiger waren im Hintergrund gewesen. Und dann dieses Haus in the background. You know, I can imagine, was das für ein Leben gewesen sein muss. Unfassbar. Dann guckst du in deinen Garten, guckst in dieses Haus rein. Sogar an die Decke. Wie das alles gesichert war. Ja. Und das nicht wegen Einbrechern. Nee, das ist klar. Aber Siegfried und Roy were with them. Oh ja, but mainly in the other pool. Wenn die Katzen schwanger, wenn die Raubkatzen schwanger waren, haben die hier ihre Babys geboren und das ist ganz toll gemacht, der hintere Raum, wo wir jetzt eingekommen sind. Okay, komm, we'll take a look. Thank you, Paul. Also das ist ein unfassbares Grundstück, was wir gerade so abseits der Kamera reden, was man hier für Unterhaltungskosten haben muss im Monat. Die Bäume, diese... Leute, das ist crazy. Guck mal, wie sie es gemacht haben mit den Palmen, mit dem Gitter, dass hier nichts passieren kann, dass sie nicht ausbüchsen können. Hier hinter ist das Büro von Siegfried und Roy. Wenn eine Raubkatze schwanger war, können die Folie wegnehmen und konnten live hier reinschauen, wann das Katzenbaby geboren wird. Oh, Alter. Hier gibt es eine ganz kleine Tür und hier geht es ins Office rein, dass wenn irgendwas passiert ist, konnte Roy sofort raus zu den Tigern. Und jetzt guckt ihr diesen Raum hier an. Okay. Machst du ein bisschen Licht? Ich mache Licht. Das stand jetzt auch 20 Jahre leer. Ja. Komplett empty. Empty for 20 years. Ja. Unfassbar. Wir gucken auch die ganze Zeit so private Bilder an und von Siegfried und Roy und schauen, wo das war. Teilweise haben die Löwen, die Tiger dann da oben gelegen. Und was das hier alles kostet an Unterhaltung, ist sehr krass. Also jetzt müssen die Baumkosten alleine sind so hoch, die Bäume machen zu lassen von den Gärtnern und so. Das kann man nur von außen sehen. Klasse.
So, und ich will euch noch zeigen, diese kleine Secret Door. Hier ist eigentlich eine Scheibe hinter diesem Bild, damit man sehen konnte, wenn schwangere Tiger wenn irgendwas wäre so. Wenn irgendwas wäre mit dem schwangeren Tiger, Wenn was ist, konnte er einfach konnte schnell er hier direkt durch rein. In den Käfig. Ja. So, jetzt habe ich das auch noch hingekriegt. Wirklich, dieses ganze Haus hat 30 Minuten gebraucht, um das um alles hier anzuschalten. Ja, wirklich, um alles einzuschalten, in alle Räume zu gehen. Verrückt. Leute, geil, dass wir das erleben durften. Unfassbar. Wirklich. Hey, wir kommen gerade zurück und auf einmal ist die Beleuchtung von den, von den, von den Käfigen an, die aber keiner angemacht hat. Okay, da ist jemand. Ist... Aber Glück gehabt. Ey, ich sag dir ganz ehrlich. Haben wir jetzt aber Glück, dass aber ey, drin ist, oder? How can... So, how many people have keys here for this property? Ach, sie malt. Sie macht die Paintings. Nice to meet you, Jens from Germany. Hi, welcome. Fragst du mal, Schatz, ob ihr das nicht unheimlich ist, hier die ganze Nacht allein zu arbeiten? Und? Ja? Did you hear something or anything here? No, I just got here. Hier seht ihr nochmal die Käfige jetzt bei Licht. Neue Paintings kommen dran. Sieht sehr schön aus, gell? Aber okay, die meiste Zeit waren die Tiger sowieso draußen. Am Pool. Am Pool.